Kommen wir zur ersten Frage. Momentan gibt es viele Diskussionen rund um die zukünftige Ausgestaltung des Verkehrs hier in Dresden und auch in der Neustadt. Auch sind ja einige heiß umstrittene Entscheidungen in letzter Zeit getroffen worden, Stichwort Albertstraße und auch Lärmaktionsplan. Welche Ideen habt ihr für den zukünftigen Verkehr in der Neustadt? Wir fangen an mit der FDP. Die FDP spricht sich für gleichberechtigte Verkehrsteilnehmer aus, das dürfte nicht überraschend sein. Weil ja jetzt in letzter Zeit sonst wie viele Ideen kommen, dort mal was einspurig, dort was einspurig machen, ist eigentlich aus Neustädter Sicht dringend geboten, mal ein Gesamtkonzept über Große Meißnerstraße, Albertstraße, Knotenpunkt, um Neustädter Bahnhof zu machen. Und statt immer nur im Lärmaktionsplan wird das gefordert, dann kommt die Albertstraßendiskussion. Also um eben halt diese ganzen losgelösten Diskussionen mal zu bündeln. Bin ich jetzt durch? Ja. Du hast noch 30 Sekunden. Ja. Okay. Ich bin für alle da. Weiter geht's mit der SPD. Ja, also wir setzen uns, was sicherlich für die Neustadt vor allen Dingen relevant ist, für eine teilweise autofreie Neustadt ein. Gerade wenn wir über die Luisenstraße und die Erlautstraße reden, können wir uns das sehr gut vorstellen. Da haben wir auf den Straßen so wenig Platz, dass man sich entscheiden muss, welche Verkehrsteilnehmer dort tatsächlich fahren und laufen dürfen. Wir glauben, dass das Verträglichste für diesen Stadtteil wäre, die Autos an dieser Stelle rauszuschmeißen. Ansonsten setzen wir uns vor allen Dingen dafür ein, dass wir mit unserem ÖPNV in dieser Stadt vorankommen. Das Stadtbahn 2020-Projekt, vor allen Dingen mit den zwei neuen Straßenbahnlinien, die wir für Dresden planen, aber durchaus auch mit einer Taktverdichtung, sind für uns prioritär und das gilt für uns auch, wenn wir Straßen neu bauen oder Straßen sanieren. Dort muss es aus unserer Sicht immer eine Verbesserung und eine Verschnellerung für den ÖPNV geben. Weiter geht's mit der Linken. Ja, wir setzen uns dafür ein, dass endlich dieser Fokus auf die Privatwagen aufhört. Das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen unseren Blick mehr auf Fahrräder, auf ÖPNV richten und wir setzen uns hier ganz klar für die autofreie, die komplett autofreie äußere Neustadt ein. Da können wir zum Beispiel mit der Luisenstraße anfangen und dann schrittweise das Ganze ausbauen. Wir wollen Fahrradwege ausbauen und sicherer machen, ein breiteres Fahrradnetz haben und eben für die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmenden sorgen. Und wie gesagt, diesen Fokus auf den Privatwagen, der ist einfach nicht mehr zeitgerecht. Damit müssen wir aufhören. Die Partei. Die Partei, ich habe heute Fragen für Fridays for Future beantwortet, da habe ich geschrieben, dass wir nur noch Einbahnstraßen machen, und zwar aus der Stadt raus. Die Neustadt kann erst mal weiter. Vera. Ja, auch wir setzen uns für das Konzept der autofreien Neustadt ein. Uns gehört auch die Domain autofreie-neustadt.de, wie es so gerade sein soll. Wir haben noch schon ein bisschen weiter gedacht. Wir würden das schrittweise machen. Zuerst mal das Anwohnerparken als solches nur noch erlauben, den Durchgangsverkehr so weit wie möglich minimieren und einschränken, durch intelligente Verkehrsführung zeitweise fordert, aber immer den Lieferverkehr natürlich beachten, den wir brauchen in der Neustadt. Wir wollen schauen, dass die Gastro ihre Stühle auf die Straße stellen kann, damit die Gehwege wieder frei sind für Kinderwegen, Rollstuhlfahrer etc. Und wenn wir aber den Autoverkehr so einschränken und damit die Mobilität quasi in den Rand der Neustadt drängen, also den motorisierten Individualverkehr in den Rand der Neustadt, brauchen wir Ausweichmöglichkeiten. Da haben wir uns gedacht, dass Quartierbusse, die das Quartier erschließen, eigentlich die beste Lösung mit sind. Nebenbei, wenn ich noch Zeit habe, sind Radbügel, Lastenfahrräder und alles Ähnliche, was dem Radverkehr zufrieden kommt, das Beste, was man haben kann. Die Freien Bürger. Wir sind auch der Meinung, dass man in der Neustadt ist kein Durchgangsverkehr eigentlich und dass wir hier schrittweise vorgehen sollten, indem wir zuerst nur Anwohnern sozusagen das Parken erlauben. Außerdem muss man beachten, dass gerade jetzt, wenn die Luisenstraße, die ja saniert werden muss, weiter, dass man die nicht saniert auf den jetzigen Stand, sondern dass man guckt, wie sieht denn der Verkehr hier in vielleicht 20 Jahren aus, dass man da mehr Platz tatsächlich für Radfahrer und auch Gehwege macht. Weiterhin sind wir dafür oder bin ich dafür, dass wir sichere Radwege brauchen. Dazu gehört für mich auch eine Schneise von hier aus, vom Albertplatz bis hoch an den Campus. Und deswegen vorne zum Beispiel die Albertstraße, da wird ein großer Fahrradweg hin. Hier geht es mit der CDU.
Wir möchten natürlich das komplette Straßennetz zu Stadtautobahnen ausbauen. Nein, natürlich nicht. Da gibt es intern so ein bisschen andere Überlegungen. Vieles Gutes hier mit dabei gewesen. Ich sage aber, autofrei ist immer schwierig für Familien, wenn du entsprechend Kinder, Einkäufe, was auch immer du transportieren möchtest. Deshalb ist so ganz ohne Auto schwierig. Wenn wir uns die Luisenstraße angucken, über den vorderen Bereich, der gerade im Bestand saniert wurde, ist das schon mal viel wert, wenn die Straßen ohne Schlaglöcher sind, wenn man kein Kopfsteinpflaster hat, wenn man vernünftige Bürgersteige hat, dann kommt man mit dem Fahrrad schon mal gut durch, dann muss man mit dem Fahrrad nicht auf den Bürgersteig, dann hat man da nicht den Konflikt zwischen Fahrradfahrern, Autofahrern, Fahrradfahrern, Fußgängern, Kinderwegen. Also wenn man das erstmal hinbekommt, das im Bestand zu sanieren, was glaube ich lange genug dauert, ist das viel wert. Und über die Verkehrsführung nachher, Einbahnstraßen und so, kann man sich das nochmal genauer angucken. Und Königsbrück, da muss man immer noch dran denken, dass das eine vernünftige Nord-Süd-Tangente ist, wo einigermaßen Verkehr durch oder viel durchläuft und das nicht entsprechend reduzieren kann. Die Grünen? Nein, aber eine Supermarkt ist. Wir Grünen sprechen uns im Wahlprogramm auch für eine autofreie Neustadt das Leitbild aus. Wir wollen aber Stück für Stück gucken, wie das machbar ist. Wir wollen vor allem ein großes Bürgerbeteiligungsverfahren haben. Wir merken, es gibt ein großes Interesse daran, hier weniger Lärm zu haben, auch Verkehrssicherheit für andere Verkehrsteilnehmer. Und wir möchten aber schon gucken, wo ist ein Anfang sinnvoll. Für uns ist es auch die Luisenstraße. Derzeit läuft eine große Petition, die auch viel Zuspruch hatte und die jetzt auch den Stadtrat beschäftigen wird. Außerdem ist für uns immer die Frage, nicht nur Autos aus der Neustadt rauszukriegen, sondern was machen wir mit dem Platz, der dadurch gewonnen wird. Wir wollen mehr Grün zum Beispiel auch auf einer Luisenstraße ermöglichen, mehr Sitzgelegenheiten und das zu einer Flaniermeile ausbauen. Und davon abgesehen ist es uns aber auch wichtig, Tempo 30 mitzudenken, mehr Radwege mitzudenken und auch die Interessen von Kindern und Jugendlichen, wie sie sich den Straßenraum zurückholen wollen. Und gerade entlang dieser Schneise hier merkt man, es gibt viele Kinder- und Jugendhäuser.